Jo. Und damit geht's auch direkt weiter. So, ich habe jetzt mal ein bisschen Fenster aufgemacht. Das hört man jetzt wahrscheinlich. Ups. Hey. Wenn ich so kämpfen könnte wie ihr, müsste ich den Profit mit niemandem teilen. Aber dieses Monster würde. Aber diese Monster würden mich in Stücke machen. Träumen hat also keinen Sinn. Holen wir uns noch ein paar Schätze. Der Foliant sagt, in einem vergessenen Abschnitt des Berges liege etwas geschnitzter Oxy. Onyx Wasserspeier. Ich hoffe, das Portal. Ich öffne das Portal und ich hole es euch. Sie haben eine Aufgabe erhalten. Warum eigentlich nicht? Machen wir das doch mal. Verdorbener Onyx-Wasserspeier. So, wieder in den vergessenen Katakomben. Na gut. Oh. Der ist Stufe 14. Warte, das wird interessant. Das gibt gut XP. Sag mal, lässt du meine Katze in Ruhe? Alles klar. Sag mal, wo kommt ihr denn alle her? Ich habe nicht genug Mana. Na gut, kriegen wir auch so hin, Mädchen. Wenig Mana. Ich habe nicht genug Mana. Lässt du meine Katze in Ruhe? Ich habe wenig Mana. Okay, meine Güte, meine Fresse. Ist ja ständig nur am Heulen, die Kleine. Weißt du was? Ich probier's mal mit dem. Oh, herrlich. 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 Ist wirklich. Das ist ein schönes Skills. Die gefallen mir sehr. So, die Frage ist nur, schaffe ich den Dungeon? Der ist mir nämlich von dem Level her ein bisschen drüber. Warum kann ich die Truhe nicht öffnen? Erstmal meinen. So, 128. 128.
Weg damit, weg damit. Oh, bin ich schon so weit und krieg die riesigen Mana-Tränke? Das wäre natürlich super. Oh, Magie plus 20. Ah, 4 auf Geschicklichkeit. Weg mit dem Kram. Wunderbar. Ja, ich würde sagen, machen wir weiter. Auch die Elaine und die Nachtara sind eigentlich ganz, das ist ein ganz duftes Team. So, mache ich jetzt mal wieder zielsuchend. Obwohl, ich glaube, wenn ich hier langsam voranschreite, okay. Alter Schwede. Das war definitiv die richtige Entscheidung. Es war definitiv die richtige Entscheidung, den Explosionsfall zu nehmen. Jawohl. Ich bin mal gespannt, was es als nächstes gibt. Oh, der Pfeilhagel wird super. Blocken und parieren. Ja, ist auch wieder so ein passives Ding. Ich würde sagen, wir machen mit Stufen hier weiter. Ja. Und mit Ruhm machen wir dann hier weiter. Wieder Tipp. Ah, das ist immer schwierig. Wenn das doch alles nur umgedreht wäre. Mana nicht ausreichend. Dafür hast du aber gut Schaden gemacht. Das, da darf dein Mana jetzt mal aus. Da darf dein Mana jetzt mal kaputt gehen. So, während das Mana regeneriert, würde ich sagen, 9 Rüstung, 2 Sockel, Stärke 7, klingt super. Das kann rüber, das kann rüber, das kann rüber, 9 Rüstung, okay. Zaubertempo ist mir eigentlich relativ wumpe. Oh, 136 Schaden. Natürlich, na gut, 128 plus 18, auch 136. Au, super. Da habe ich hier Rüstung gegen pro Treffer um 7 verringert. Hinterfragen wir das mal nicht. 10% Chance auf Reflexion. Nee, das brauche ich nicht. Egal, wie gut das jetzt gerade ist. Ich bin damit eigentlich ganz glücklich. Und meine Elaine könnte dann meine Nachtara könnte Begleiter dann schon mal hat sich auf den Weg gemacht. Sachen verkaufen. Herrlich. Jawohl, jawohl, jawohl. So will ich das sehen. Hebel. Na komm, Skelette. Auf.
Ich weiß, dass ihr da seid. Wunderbar, dann nehme ich mal alles mit. So, Lane. Oh, fast ein Tausender. Das ist gut. Das ist ziemlich gut. Sieht auch gut aus. Langschwert, nicht identifizierter Ring. Ah, jetzt habe ich natürlich viel bekommen. Beschädigter Quellglutstein. Nein, ich mal keine Elektrizität. Weg damit, weg damit. 100% erhöhte Erfahrung. Feuerschaden, Eisresistenz und Giftschaden. Gesundheit. Okay, dann nehme ich das weg. Hau das rein. Prozent erhöhte Erfahrung, okay. Das behalte ich mal. So, 134 Schaden. Habe ich wieder einen Bogen in der Hand. Ist eigentlich ganz gut. Ist eigentlich ganz gut. Ich bleibe vielleicht aber trotzdem... Jawohl, das war gut. So, wir bleiben mal ein bisschen weg. Weißt du was? Warum eigentlich nicht? Ich weiß warum. Der Bogen ist nicht ganz so gut. So, wir können hier wieder fischen. Das nehme ich natürlich mit. Einen Sumpfarsch habe ich gefangen. Na super. Ja, das ist natürlich doof, ne? Wenn ich Kritschaden mache, dann ist hier natürlich die Kacke am Dampfen. Dann läuft es hier richtig gut. Aber auf der anderen Seite, wenn ich nicht kritisch treffe, dann... ist natürlich der Bogen besser, ne? So, ja, Ruhm in EP. Ich würde sagen, wir kriegen bald wieder ein Level up, das ist super. Von da kam ich von da, will ich da hin? Herrlich. Keine Ahnung, was da draußen jetzt los gewesen ist. Dafür war das Mikrofon zu schlecht. Aber naja,
So, komm raus hier. Sie haben eine Falle ausgelöst. Sie haben Erfahrung hinzugewonnen. Nein! Alain Nyra, Dingsbum, sag ich schon die ganze Zeit. Dingsbums, nach Dara, was machst du denn da? Jawoll. Oh Mann, geheimnisvolle Stiefel. Ich hoffe, das ist was für Geschicklichkeitsleute. Fisch von mir aus. Was sagt denn mein Partner? Ah, so voll ist die jetzt nicht. Nicht möglich. Okay. Das kann ich nicht tun. Das rüber. Ich würde sagen, das kann auch rüber. Dann legen wir den großen Haltrank rein. Okay, das kann rüber. Verteidigung 41. Erhöht Fernkampfreichweite um 2 Meter. Erhöht jeder an Eisschaden 25%, 10% Rüstung von. Oh, das ist richtig gut. Schnellerer Angriff auf Waffen, Giftresistenz. Ne, hier muss ich mir was. Einen besonderen Blutstein aussuchen. 41 auf Verteidigung. Ja, dann würde ich sagen, im nächsten Level. Hau ich dann einfach 3 auf Verteidigung rein und dann ziehen wir uns einen dicken Stiefel an. Ja, die läuft da nicht automatisch hin. Na gut. So, hier haben wir noch ein bisschen Zeug, das ist wunderbar. Bevor ich jetzt hier runtergehe, gehe ich nochmal zurück und gehe den anderen Weg lang. So, da ist doch schon wieder mein iPad leer. So, wo ist denn jetzt? Sekunde, das dauert nicht wirklich lange. Muss ich nur mein Ladekabel finden. Wunderbar. So, da ist auch noch was, aber komm, drauf geschissen. Wir müssen da sowieso wieder lang. Jetzt gehe ich einfach mal hier durch. Warte mal, von da kam ich. Dann gehe ich hier einfach mal weiter. Die Heilung ist für den Arsch. Nehme ich lieber einen Trank. Was hast du da jetzt aufgenommen? Mist. So. Ja, das ist okay. Eisresistenz, 9 Rüstung. Nein, rüber. Stärke, Schuhe habe ich ja auch. Stufe 17 und 8 Stärke, nein. Feuer, Eis und Mana, das behalte ich mal, um es umzuwandeln. Und mein Kätzchen kann mal los. Ja, kommt her. Kommt hier runter. Das habt ihr gut gemacht. Skelettchen. Aber. Ja, das war so klar.
Na, viel los war hier jetzt nicht, ne? Wir haben jetzt ein bisschen was bekommen. Pause-Modus, Enter. Aha. Okay, das ist cool. Das wusste ich, dass es sowas gibt. Na gut, wir haben alles. Sieht für mich zumindest so aus. Dementsprechend können wir ohne Probleme, ja, sollte es ohne Probleme gehen. Kätzchen braucht noch eine Minute, was an sich auch nicht schlecht ist. Ich muss aber auf der anderen Seite jetzt ganz ehrlich sagen, dass der Dungeon doch recht lang geht aktuell. Vielleicht liegt es auch einfach nur an mir. Aber normalerweise. Oh ja, das war ein schöner Crit-Schaden. Ihr Begleiter ist zurück. Naja, 700 Schaden war jetzt nicht so viel. 700 Dingsbums. Gold. Ja, schwere Lederarmschienen wäre natürlich super. Erfordert Stufe 7, 25 Rüstung, 17. Es ist schwierig zu entscheiden, was jetzt der Schuppenschutz der Intelligenz. Ah, 9 Mana ist natürlich super. Aber im Vergleich mit dem anderen. Plus 7 Rüstung. Der andere hat aber plus 4 Rüstung gegen. Das bedeutet, ich rechne mit einem 22er Rüstungswert angelegt. Komm. Den behalte ich. 51 Gesundheit oder 2 Rüstung. Sehe ich jetzt nicht so tragisch. Lief doch eigentlich ganz gut. So. Was ist alternativ? Gegenstandsnamen ein-ausschalten. Hab ich's gefunden! Tatsache. Tatsache, ich hab's endlich gefunden. Ich lasse es mal komplett an. Ich glaube nicht, dass das Probleme bereitet. So übersehe ich auch nichts. So.
So übersehe ich auch nichts. Wunderbar. Wunderbar. Oh, das freut mich jetzt ein bisschen. Ich habe so das Gefühl, dass der zielsuchende Schuss wesentlich mehr Schaden frisst, Mana frisst. Ah, der Wasserspeier. Perfekt. Einfach schießen, einfach drauf. Finger weg von meiner Kleinen. Ich hab's schon mal gesagt. Oh, das gab gut Ruhm. Und Epic Loot, Epic Loot, Epic Loot, 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 Epic Loot, Epic Loot, Epic Loot, Loot, Loot. Na super. Elaine, kommst du bitte zurück? Nach Dara. Okay. Treppe nach unten. Hier ist das Portal. Eine Quest wurde abgeschlossen. Super. Das kann rüber. Zehn Rüstung und zwei Sockel. Nehme ich das da. Hier hole ich den Glutstein, hole ich mir dann wieder zurück. Der Rest kann weg. Also ich könnte natürlich jetzt hier das Portal benutzen, um wieder zurückzukommen. Ich finde es super. Ich finde es super, wenn die Zombies da einfach... Oh, oh, oh. Ja, nee, weißt du was? Komm, wir machen einfach weiter. Hallo. Habt ihr den Gegenstand? Geschnitzter Onyx-Wasserspeier schon? Oh, ihr seid schnell wie ein Pfeil und doppelt so tödlich. Es wird wohl... Es ist wohl angeraten, euch nicht zu verärgern, was? Das stimmt. Verscheiß es dir nicht mit mir und dann werden wir beste Freunde, mein Lieber. So, okay, jetzt. Ich bin schneller als jedes Monster. Ja, super. Das macht dich toll. So, ich würde sagen, die einzigartigen Dinger könnte ich natürlich versuchen, hier, die hier. Das Glück neue Sockel. Das Glück ist ihnen hold. Sie haben kein Glück. Weg mit dir. Brauchen sie etwas? Glück ist auf ihrer Seite. In Ordnung. Guten Tag. Ich habe nicht genug Geld. Machen Sie es gut. Diese Mistsau. Jetzt habe ich natürlich hier alles schön verkackt. Ich meine, ist natürlich trotzdem immer noch besser als mit zwei Sockeln vor allem. Trotzdem, Hallo. Alchemist. Passt auf euch auf! Ein Gegenstand hier platzieren, um Edelsteine zurückzuerlangen. Verschwenden Sie nicht meine Zeit! Ich verschwende deine Zeit, ich habe deine Dienste bezahlt. Okay, Rüste, Geschick auf Dingsbums. Hier einfach Stufe 17. Okay, wunderbar. Dann haue ich das hier rein. Und hier kann ich den Gegenstand von Edelsteinen befreien.
Edelsteine zu zerstören. Mache ich mal. Dann kommt nämlich der dahin und der hierhin. Mhm. So, so, okay. Das läuft doch schon mal ganz gut. Kann ich vielleicht diese Pistole noch mal ein bisschen verzaubern? Dazu muss ich aber erstmal. Hallo! Den ganzen Kram hier verkaufen, um ein bisschen Money Money zu bekommen. Auf Wiedersehen! Tschüss! Brauchen Sie so etwas? Glück ist auf Ihrer Seite. Okay. Auf Wiedersehen! Hallo! Immerhin. Okay, ich würde sagen, das war. Oh, es wird jetzt doch ganz kühl. Es ist super, dass ich mal ein bisschen Fenster aufgemacht habe für ein Part. Ich mache natürlich direkt weiter. Ich habe nämlich gerade voll Lust. Und dann mache ich nämlich noch einen 13. Part. Und gucken wir mal, wie es läuft. Ne? Leute, macht's gut. Haut rein. Und ja, mal gucken. Wir sehen uns. Ne? Ciao.